war harter Winter. 44, 45. Nach 6 Jahren war der Krieg fast verloren. Und bei uns haben sie sich versteckt. Die braunen Herren. Und noch laut vom Endsieg weitergeschrien. Nur im Berg war es still. Da ist die Welt draußen blieben. Aber das ausgerechnet da bei uns, tief drin im Berg, der Krieg sein furchtbares Ende finden wird, hat keiner wissen können. Dass das Böse so nah war. Und dass es unser Dorf fast in den Untergang mitreißen wird. Für so einen Schwachsinn haben sie Zeit, die Gott sowas. Was hast du gesagt? Nix. Willst du mich hier deppern? Das nochmal schneiden wird, fragen Sepp. Ich hab nicht zugehört. Du packst das so, gehst morgen an die Front. Wir sind ein kriegswichtiger Betrieb, ich darf gar nicht einzogen werden. Du packst jetzt das auch alles an! Sepp, bitte! Bitte! Bitte, Sepp! Bitte schön, wir sind doch schon genug von uns gefallen. Aber warte noch, Dörfler. Und der Bub hängt am nächsten Baum. Der wird eingesperrt, bis morgen sein Zug geht. Warum rockst du nicht ein, du Fagessau? Der Front wird dir dein Mann schon noch stopfen. Wer ist der Zweiter? Gut gemacht, Safa. So eine Idiotie an der Hand. Die Männer oben werden mir bald narrisch. Ein paar Wochen noch, Lars. Die Deutschen laufen schon überall davon. Ist bestimmt der letzte Zug morgen an die Front mit dem Karl.
haben. Du den letzten Tag noch einen Krieg messen zur Strafe. Bin doch befreit, Sepp. Ich habe ja meinen Herzfehler. Wenn du den Deserteur da oben weiter mit Lebensmitteln versorgst, nutzt das auch nichts mehr. Dann versteck mich bei dir. Ich sag dir, Sepp. Ist schon recht. Franz? Was tut das nicht? Kreuzelstich. Gut, oder? Kannst du ihm sagen, dass er damit aufhören muss? Im Dorf nennen sie ein Haus schon das Partisanenheim. Sollen wir die verhungern lassen oben in die Berg? Die werden euch erwischen. Ach, mehr als ein Kopf kann es nicht kosten. Ja. Du hast alles vergessen, ha? Die ausgemergelten Menschen im KZ. Die Augen von denen. Wieso? Er war doch dabei in Ebensee, wie uns geholfen hat, die Holzschuhe ausliefern. Das weiß der Sepp, Elsa. Was glaubst du, die Bilder her sind, die ihr im Berg einschleppt? Führervorbehalt. Der Hitler darf sie als Erster bedienen an den ganzen gestohlenen Schätzen. Ich komm morgen wieder. Sepp, jetzt. Feig bist einfach. Sepp? Gut, dass die Hani das nimmer hat erleben müssen. Irgendwann muss man sich entscheiden, wer man sein will. Ich weiß, wer er ist. Du verteidigst ihn sowieso. Egal, was er tut. Es kann nicht jeder so stark sein wie du. Ach, komm. Der Lois nimmt morgen den jungen Dörfler vom Zug mit auf. Sagst du dem Gordel Bescheid? Nicht so laut. Das sind alle? 5. Jede mit einer Sprengkraft von 500 Kilo. Das ist nicht genug. Organisieren Sie 3 mehr. Jawohl. Es darf nichts übrig bleiben vom Bergwerk und der ganzen Kunst. Heil Hitler. Befehl von Gauleiter Eichgruber. Verbinden Sie mich mit Ortsgruppen für Straßen. Wir brauchen noch weitere Bomben. Ja. Wenn wir runtergehen, dann geht alt aus See mitunter. Sie hat die Nägel lackiert. War da die Fiers? Hast du sie nicht gesehen, oder was? Noch nicht. Gerade ich würde sie zu mir lassen. Aus der kann keiner. Ja. Soll ich da Schicht übernehmen? Ja. Den Triumph vergönne ich dem Xaver nicht. Ihr zwei macht's weiter mit dem Vortrieb.
Und hier geht's mit dem Heini ins Gumpelwerk die linke Ulmenseite ausbissen. Und dabei, dabei. Und der Wasserer geht wieder ins Museum. Was ist? Lass mich durch, Dörfler. Was gehört, Rottenbacher? Die brauchen später wieder im König-Josef-Werk. Dabei, dabei. Vierte Mutter, es tut mir leid. Ist schon gut, mein Bub. Kommst du eh bald wieder. Einsteigen! Und du passt auf alle auf, gell? Einsteigen! Ich hab dich so lieb, Kali. Einsteigen! Los, auf geht's, geh mal! Glück auf. Glück auf. Glück auf. Haben wir durch sämtliche Kriegsviren und durch halb Europa geschafft, immer dran mit dem Kind. Nicht, dass wir es im letzten Augenblick noch demolieren. Das muss ja alles beschützt werden von dem Feind. Thank you.
Fleisch tun wir gleich einsalzen. Mehr als Erbsen hat er diesmal nicht gehabt. Wildern tun wir auch. Der Bub vom Jäger ist auch bei uns herum in Igel. Aber sonst keine Heldentaten. Soll nicht das ganze Dorf dafür büßen müssen. Hast mich verstanden? Wo ist dein Mann? In der Werkstatt. Herr Wittler? Wo warst du vorletzte Nacht? Daheim. Wenn man den ganzen Tag arbeitet, ist man zu müde zum Ausgehen. Wir haben wieder Plakate gefunden. Mit einem Gedicht. Ich habe nur 6 Jahre Volksschule. Fleisch haben wir auch gefunden. Aber wer die Deserteure da oben im Gebirge immer mit Essen versorgt, das weißt du natürlich auch nicht. Ich mache Holzschuhe für die Saline. Alles andere? Natürlich. Du kannst dann nicht einmal schreiben. Vielleicht der Fleischhauer. Der Gerhard? Bestimmt nicht. Also, weißt du, da fahren wir jetzt einfach hin und du fragst ihn. Hm? Und schön laut reden. Das wirst du wenigstens können. Gestapo! Darf ich jetzt wieder heim? Ich gehe ja zu Fuß. Auf Hochverrat steht der Tod. Und dich erschieße ich persönlich. Gib mir noch 2 Briefmarken, bitte. Vielleicht kriegt er den Brief da. Wenn er überhaupt noch lebt, der Bub. Er kommt bald wieder, wirst du schon sehen.
Kommandant. Es ist alles gut. Die haben ja nur was gefragt. Das ist wegen Kali. Was du willst? Na, wir wissen nichts. Und wenn dich wer fragt, du weißt auch nichts. Ah, die Madame. Die macht sich sogar jetzt noch eine schöne Zeit bei uns. Ja, Altaussee ist ein goldenes Landl für die alle. Grüß dich, Sepp. Eva, grüß dich. Hast du schon was für mich? Wenn du ein bisschen wartest. Oder du kommst nachher vorbei, ich bin jetzt zu Hause. Wie viel brauchst du denn? Ich nehme, was du hast. Jetzt wird erschossen. Verstanden. Die Bomben werden den ganzen Berg zerstören. Grüß dich, Sepp. Und morgen kommst du zu uns, Eva, ja? Aber nicht so früh, wir verabschieden heute noch Freunde. Südamerika ist ja gerade ein beliebtes Reiseziel. Ich hätte ja fast das Mutterkreuz verdient. Seine Frau hat für 3 Kinder 12 Jahre gebraucht. Willkommen in Aussee, Obergruppenführer Kaltenbrunner. Grüß mir deinen Mann. Bringst du es mir noch rauf? Stimmt es eigentlich, dass der von Schirach sich LKW-weise die Bild aus dem Berg hat holen lassen? Elisabeth! Ja, wir haben was einpackt, Finn. Zur Sicherung vor Feindeinwirkung, wird's geheißen. Verfall, du. Kunst hat das schon immer gelebt. Jetzt bin ich doch nass geworden. Gibst du mir das zum Abtrocknen? Danke. Seit wann arbeitest du in der Saline? Seit ich 14 bin. Nimmst mich einmal mit? Vielleicht bleibe ich ja noch länger da. Wer weiß, was die Zukunft bringt. Leuchte auch einpacken, ja? Vor, einzubringen. Was? Beim Kampf um Wien 20.000 deutsche Soldaten gefallen.
ausgegeben von Stalin, hat die sowjetische Kommandatur heute eine provisorische Regierung eingesetzt. Reichsstatthalter Baldur von Schirach ist bereits vor einigen Tagen aus Wien geflüchtet. Jetzt laufen sie davon, die Ratten. Bald brauchst du ihnen ihr Wäsche nicht mehr waschen. Haben wir wenigstens für fahren dadurch. Und aufgebieselt habe ich ihnen auch jedes Mal. Ich habe euch eine Milch gebracht. Danke. Sepp, Wien ist frei. Es gibt schon eine Regierung. Hättest du dich gar nicht fürchten müssen vor der Gestapo. Vielleicht kriege ich jetzt meine Kur wieder zurück. Ablieferungspflicht wird es ja keine mehr geben. Setz dich. Was haben die von dir wollen? Ach, immer das Gleiche. Setz dich hin. Teilen wir uns die Milch wieder mit der Eva. Wie geht's dem Haxen? Gut, passt schon. Ich bin ja neugierig, wann die Nazis alle abhauen vom Dorf. Vielleicht nimmt dich die Eva ja sogar mit, wenn sie so zufrieden war mit dir. Kannst du es aufhören, Esa? Ich misch mir auch nicht bei euch ein. Ja, leider. Was hätte ich machen sollen? Ich bin auch Fischmeister. Das wäre gar nicht mehr gegangen ohne Parteibuch. Bedienen nicht. Esa. Na, hast du es auch vergessen? Niemandem. Und schon gar nicht dem braunen Gesindel. Danke für die Milch. Das ist ein Befehl gewesen. Da haben alle mitgemacht. Sepp, wir haben schon oft genug drüber geredet. Jetzt ist eh vorbei. Was kann ein Einzelner schon ausrichten? Na, Einzelner? Nix. Aber viele Einzelne schon. Also hätten wir uns alle erschießen lassen sollen? Die sind jetzt noch verrückter, wo der Krieg fast aus ist. Ja, weil keiner nachgesagt hat, wie es noch gegangen wäre. Du auch nicht. Hat doch keiner gewusst, dass das so aussieht. Hör auf jetzt, Sepp! Jeder hätte es wissen können, wenn er es hätte wissen wollen. Ich will das nicht mehr hören von dir. Weißt du ihm alles? Dass der Kaltenbrunner wieder an der See ist. Dass die da Truppen zusammensammeln für einen Endkampf da bei uns. Was macht man da dagegen? Waffen besorgen und uns wehren. Sie nichts gefallen lassen. Von niemandem. Auch vom obersten Gestapo-Chef nicht. Seinem Gewissen folgen. Das soll man tun. Fertig zum Abmarsch, Herr Gauleiter. Herr Littler. Der Feind bekommt nichts. Kein Michelangelo, kein Gemälde. Wir können zur Krone gehen. Und nehmen eine Welt mit. Der Gentalt, hm? Ja, das Hauptblatt. Anbetung des Lammes. Das neue Jerusalem hat keine Sonne, keinen Mond, denn das Lamm ist seine Leuchte. Das ist für die Zeit damals eine vollkommen neue Lasurtechnik, die der Van Eyck da verwendet. Ja, auch hier die Lichtreflexe auf der Wasseroberfläche. Ja, der Lebensbrunnen. Wunderbar. Und nichts haben sie restauriert, die Belgier. Das ist wieder typisch. Danke. Seid ihr doch froh, Dr. Renner. Dank der Luftfeuchtigkeit und der konstanten Temperatur hier im Berg sind die Bilder gerettet. Ja, da hebt sich auch schon wieder was. Glück auf, Herr Direktor. Glück auf. Sepp. Du hörst heute früh auf. Der Kaltenbrunner will noch auf den See. Jetzt gleich? Ja, du fährst mit mir. So? Dann schickst du aber noch einen anderen Mann rein, ja? Ja, aber keinen Ostarbeiter, ja? Einer von denen hätte man neulich feiner den Vermeer fallen lassen. Was? Haben sie wieder geschwärmt, die Herren. Nach dem Krieg kommen die Bilder nach links. Wird ein Riesenmuseum dort vom Führer. Was die Juden alles zusammengerafft haben. Weißt du eigentlich was von Kuang, dass er desertiert ist? Ich hab's gehört. Was kriegt mit seinem Vater? Das geb ich nichts an. Aber das ist dein Freund, der Mitterjäger. Mit den Vaterlandsverrätern da oben im Gebirge unter einer Decke steckt, das geht dir schon was an, oder? Ich mach meine Sache und die anderen ihre.
dann weißt du sicher auch nicht, dass er Waffen besorgen wollte. Aber jetzt hat ihn endlich einer verraten. Halt es aus mit ihm. Halt wird's ausgeräuchert, das Nest. Die Gestapo ist schon unterwegs zu ihm, nach Haus. Die wird's gleich aus ihm rausprügeln, wer ihm die geben hätte. Der wird sein zweites Kind nimmer erleben, der Scheißkommunist. Geh, bleib mal stehen, ich muss dem Dörfler was sagen. Was ist denn? Wir haben Mathe Wette im Birnbacher Werk. Gut. Lauf zum Mitterjäger Franz und sag ihm, dass es doch noch nicht vorbei ist, dass er ein bisschen klettern soll. Hast du verstanden? Renn jetzt gleich so schnell es kannst und zu niemandem ein Wort, vor allem nicht zu den Eigruber-Kindern von deiner Schule. Und? Er schaut einmal nach, hat er gesagt. Ah, der Adjutant vom Kaltenbrunner ist auch dabei. Wird eine interessante Tour für dich. Ah, da ist er ja! Heil Hitler! Der Rottenbacher ist der Fischmeister hier am See. Oh, ich kenne ihn. Er bringt meiner Frau immer die Milch. Saiblinge wollen wir heute sehen. Die beißen jetzt am besten bei der Seewiesen hinten. Du kennst sie aus. Das ist gut. Steht bei den Amerikanern sicher ganz oben auf der Liste. Eichmann muss jetzt weg aus Ossee. Der darf keinen Tag länger bei seiner Familie bleiben. Wissen Sie in Südtirol Bescheid? Der Pfarrer in Sterzing ist informiert und erwartet ihn mit neuen Papieren. Und Sie? Mich werden die Amerikaner brauchen, wenn es gemeinsam gegen die Russen geht. Das Hornglas doch noch nicht vorbei ist und das draufklettern sollst. Der Rottenbacher Sepp hat dir das gesagt? Ja, ich wollte eigentlich zum Tat, aber der war nicht da. Danke. Jetzt geh wieder heim. Gut, du hast das gemacht.
schaffen wir! Wenn ich nichts weiß, kann ich nichts sagen. Wie ich heimkommen bin, war er schon weg. Wir finden ihn, und weil er sie im letzten Loch verkriegt, wir finden ihn. Richt ihm das aus. Das ist halt voll Kunsttransport. Wenn wieder so ein Acker, der kommt, möchte ich die tragen. Halt! Keiner nähert sich! Sag einmal, Xaver, sind die halt nichts tragen? Was ist denn da drin? Ich weiß es auch nicht. Achtung! Fahrt's einfach rein in den Berg! Ich hoffe nicht, hier ist noch Platz. Springerberg! Heil Hitler! Heil Hitler! Ich muss Direktor Waldstätter sprechen. Jawohl! Herr Direktor! Herr Direktor! Bilder sind es keine. Bücher auch nicht. Das ist ein Befehl vom Gauleiter Eichruber. Und Listen haben sie diesmal auch nicht dabei. Bei Feindernährung sind alles... Das ist ja unmöglich. Ich gebe Befehl aus Berlin. Der Führer verbietet Austritt, wohl das sofort vergibt. Schwer sind die. Wo sind die her? Aus Linz. Und was ist drin? Privateigentum vom Gauleiter. Wieso weiß ich davon nichts? Seh! Sie bringen die Kisten ins Springerberg. Das hat die Freinenberg. Also Marmor ist das nicht. Auf Befehl vom Gauleiter. Weißt du das noch, wie er geschrien hat damals? Dass er lieber eigenhändig Handgranaten reinwirft in den Stollen, bevor die Russen alles kriegen? Wie fanatisch der war. Da was, wenn Sprengstoff in die Kisten ist? Der Eichruber fängt nicht früh zum Schnapstrinken an. Interessiert sich nicht für Peter. Ich halte das nicht mehr aus, dein dauerndes Schulterzucken und Wegducken und Wegschauen. Sepp, das ist unsere Heimat. Wir leben von dem Berg alle. Das ist das Wichtigste, was wir haben. Interessiert dich das gar nicht? Das ist mir scheißegal, was du denkst. Ich bin niemandem Rechenschaft schuldig. Was ich mache oder nicht mache und was ich denke und fühle, das geht keinem was an. Dir nicht. Der Franz ist verschwunden. Die Gestapo hat ihn gesucht, aber da war er schon weg. Seither ist er nicht mehr auftaucht. Aber das ist dir wahrscheinlich auch wurscht. Du glaubst wirklich, der lässt Handgranaten einbringen? Warum hat sich denn der Direktor so aufgeregt, ha? Warum ist alles so geheim? Vielleicht ist ja alles ganz harmlos. Ja, und wenn nicht? Wenn der Berg gesprengt werden soll, dann haben wir nichts mehr. Dann ist auch unser Dorf hin. Sollen wir reinschauen in die Kisten? Die werden doch bewacht. Wir müssten da reinschauen. Was ist los? Gibt's Geheimnisse? Der Dörfer glaubt, dass Granaten drin sind, den Berg. Vom Eichruber. Bist du narrisch? Ihr tut's ein bisschen hetzen, ha? Wisst ihr, dass das Werk auf Zersetzung ist? Ich glaube nicht, dass dem Xaver so eine niedere Gesinnung gefällt. Also, Männer. Entschuldigung. Nichts mehr zum Xaver und seine Leute. Wir müssen uns mit den unsrigen zusammentun. Wer ist nur auf unserer Seite? Der Toni? Der Rotenbache? Deshalb spinnt doch. Komisch war schon immer, aber jetzt? Die Eva bringt alle Männer um den Verstand. Wahrscheinlich muss er eh schon wieder seine Milch bringen.
verlagert, niemand weicht aus, Oberdonau wird gehalten, der Führer kann sich voll auf uns verlassen. Herr Gauleiter, ich weiß, welche Befehle Ihr Adjutant hat, aber das Bergwerk ist... Der Führer hat Rotterdam niederbrennen lassen und war schon, damit nichts dem Feind in die Hände fällt. Und genau das Gleiche machen wir auch. Dieser Befehl kommt aus Berlin. Bei Feindannäherung ist der Zugang zum Bergungsgut unmöglich zu machen. Aber die Kunstwerke selbst sind unter allen Umständen zu retten. Das hat nur Bormann unterschrieben, nicht Hitler. Sein Sekretär hat Vollmacht. Ich befolge nur noch Hitlers Befehl und der ist Vernichtung. Das sind Jahrhunderte alte Meisterwerke. Das kulturelle Erbe Europas. Das ist für das deutsche Volk völlig überflüssig. Ich werde dem kapitalistischen Weltjudentum nichts hinterlassen. Das Sprengkommando ist bereits informiert. Wenn wir die Zugänge lähmen, dann kann niemand mehr in die Stollen und wir können diese Kunstschätze erhalten. Diese Kunstschätze interessieren mich nicht! Die Bomben müssen gezündet werden, weil ich es höchstpersönlich machen muss. Aber zünden alleine hilft doch nichts. Sie müssen die Stolleneingänge zusprengen. Nur dann verstärken die Zerstörung. Wenn Sie das tun müssen, dann tun Sie das. Hauptsache ist Vernichtung. Raus jetzt! Ja? Jetzt vor allen Dingen die Lochgrößen und Sprengstoffmengen. Ist die Lähmung erlaubt, Alko? Nein, natürlich nicht. Machen's das, hat er gesagt, aber doch nicht direkt. Wir müssen auf jeden Fall umgehend die Belegschaft davon informieren. Das kommt überhaupt nicht in Frage. Ja doch, das wird doch einen Auto, wir lagen die Bilder aus. Wir warten, bis der Amerikaner da ist. Dann hat der Alko mal keine Chance mehr. Hast du was gehört? Er ist in Linz gewesen, glaube ich. Was, beim Eigruber? Habt ihr nichts zu tun? Und ich auch nicht. Doch, ich hab was zum tun. Mich tät's interessieren, was in die Kisten ist. Die Handgranaten. Wird was gesprengt? Der Direktor wird sich schon ausgeredet haben mit dem Gauleiter. Aber du tätst das zulassen? Ich hab das nicht zum Entscheiden. Du weißt, was da passiert. Das Gräuel könnte man noch irgendwie wegräumen, aber wenn's Wasser in Stollen flutet, versauft uns der ganze Berg. Du bist jetzt besser Staat, Dörfler. Der Vater von einem Wehrmachtsschädling hat mir nichts zum Sagen. Du hast schon einen Krieg erlebt. Und jetzt glaubst du wieder, dass wir gegen die ganze Welt gewinnen, ha? Komm. Und du? Was willst du? Die Händel sind gefüttert. Dank da. Jetzt gehst du ins Bett, ja? Ja. Gute Nacht, Mom. Glaubst du, dem Dad geht's gut? Ja. Er weiß, was er tut. Er ist unter Gottes Schutz. Jetzt gehst du schlafen. Thank you.
froh. Geht's dir gut? Geht's dir gut? Ja? Das ist die Mutter, dass du da bist. Ja, das darfst du nicht wissen. Und du bist oben in die Berg, brauchst du irgendwas? Hunger haben wir. Die Schwesterei. Das Problem, wir gehen mal weg. Nein, aber der Dad ist da jetzt auch bei euch oben. Das geht ihm gut. Ja. Sagst du ihm nicht, dass ich da war, ja? Ich weiß. Ich weiß. Schau. Damit's nicht frierst. Was los? Aber bitte pass auf, dass da nicht jetzt noch was passiert. Und? Niemand hat mich gesehen. Gut. Spuren sind da verschneit. Franz, hier von der Else. Danke, Karl. Für die. Danke euch. Was sagt er? Die Amerikaner haben schon wieder ein KZ gefunden. Der hat wirklich alle Juden zusammengefangen und umgebracht. Ich glaube nicht. Na? Hat er aber von Anfang an gesagt, der Führer. Judah verrick. Und ganz Österreich hat Ja geschrien. Heim ins Reich. Hat er doch nur gesagt, weil die Juden den Krieg angefangen haben. Bist du so deppert? Der hat doch alle Krüppel und Idioten zusammengefangen und umgebracht. Was glaubst du, warum keiner mehr von denen zurückgekommen ist? Aus Hartheim, aus der Heil- und Pflegeanstalt. Ha? Was glaubst du? Die bringen die ganzen Zigeuner und Warmen im Ebenseer KZ in die letzten Tage auch noch um. Mit den Juden. Wert sehr. Wir brauchen mehr Waffen. Jetzt kann man ihnen vielleicht helfen in dem ganzen Chaos. Ein paar von den Nazis laufen ja schon davor. Gegen den Rest haben wir eine Chance. Ja, ich weiß, wo es Waffen gibt. Ich geh runter. Na, kann ich der Elsa auch gleich sagen, dass es mir gut geht? Das ist zu gefährlich, Franz. Die haben's auf dich abgesehen. Ich gehe morgen bei der Nacht, wenn es wieder schneit. Mich sieht niemand. Und beim Furz geht's auch schon wieder besser. Und übermorgen komme ich wieder zurück. Mit Zucker und Milch. Oder mit den Amerikanern. Von da oben. Wie geht's da? Wie geht's dem Kretzelstich? Gut. Du hast alles gut versorgt. Hast Neuigkeiten? Ja. Die Amerikaner kommen vom Norden, die Engländer vom Süden. Auf die Straßen ist der Teufel los. Alle wollen nur noch heim. Aber wenn der Eisenhower wirklich glaubt, dass bei uns eine Alpenfestung gibt, bombardieren sie uns im letzten Moment. Der Krieg ist aus. Nur noch das Salz kann man gut gedehnen. Deswegen verstecken sie alle da. Vom Skorzeny über den Fabiunke bis zum Kaltenbrunner in seinem kleinen Himmler. Schau, der Moser hat noch mehr Wehrmachtspistolen,
Karabiner, sogar ein russisches Magazingewehr. Das ist gefährlich. Wenn wir die Leiden eben sie jetzt wirklich retten konnten. Dass dich der Lois überhaupt hat runterkommen lassen. Wir aus sie sind rebellische Leute. Wenn uns wer was anschafft, dann. Wenn's hell wird, musst du fort sein. Dann haben wir ja noch 3 Stunden. Ich bin nicht müde. Du bist der Kindskopf. Und ich habe gedacht, ich bin dein Mann. Und der Vater für mich zum Buben. Und ich liebe dich. Gestapo. Er ist ein. Wir haben nichts zum Verstecken. Hat dich wer was gefragt? Und? Da ist nichts. Seinen Mann verscharen wir vor dem Friedhof ohne Sarg. Soll nur jeder sehen, was mit Verrätern passiert. Es darf doch nicht sein. Er muss doch ein Begräbnis kriegen. Ein richtiges Grab. Sepp! Mann. Ihr Mörder. Ihr hättet den Kali nicht schwören lassen dürfen. Wenn der Dad gewusst hätte, dass er mich gesehen hat, dann wäre er gar nicht gekommen. Dann hätte sie gedacht, dass du ihr weißt, dass er in Sicherheit ist. Mein Vater hat immer gewusst, was er tut. Und dass er sein Leben damit aufs Spiel setzt.
Aber anders hätte das Leben nicht gewollt. Und ich auch nicht. Ich auch nicht. Ich habe ihm in der Schule geholfen. Und er mich beim Mähen. Einmal habe ich mit der Sense einen Igel aufgespießt. Ich hätte ihn umbringen müssen, aber ich habe es nicht fertig gebracht. Alle haben mich deswegen ausgelacht. Der Franz nicht. Wie ins Eis einbrochen will, hat er mich aus dem See rausgezogen. Mein Vater hat nichts gesagt. Der hätte mir Windel weich geschlagen. Der Franz hat verstanden, warum ich nie reden hab wollen. Er hat sogar verstanden, dass ich oft traurig war. Dass ich mich oft gefürchtet hab. Und mich nicht gewehrt hab. So ein Mauner Leid und so schüchtern, hat immer gesagt. Österreich erklärt die Unabhängigkeit. Der aufgezwungene Anschluss ist null und nichtig. Hitler hat das macht- und willenlos gemachte Volk in einen aussichtslosen Eroberungskrieg geführt, den kein Österreicher jemals gewollt hat. Deutsche Männer und Frauen, Soldaten der deutschen Wehrmacht. Unser Führer Adolf Hitler ist gefallen. Ja! Tiefster Trauer und Ehrfurcht verneigt sich das deutsche Volk. Frühzeitig hatte er die furchtbare Gefahr des Bolschewismus erkannt und diesem Ringen sein Dasein geweiht. Am Ende dieses seines Kampfes und seines unbeirrbaren, geraden Lebensweges steht sein Heldentod. Rufen Sie den Direktor Waldstätter an, sofort. Jawohl. Sein Leben war ein einziger Dienst für Deutschland. Was? Die Zugänge sind noch immer nicht gesprengt? Weil wir Funksprüche erhalten haben, dass wir die Kunstwerke auf gar keinen Fall zerstören. Der Führer ist tot. Ab jetzt gelten nur noch meine Befehle. Die Männer werden es aber nicht dulden, dass sie die Bomben sprengen. Dann schick eben ich das Sprengkommando. Ein Feigling und Verräter ist, wer sich jetzt seine Verantwortung entzieht. Es stimmt in 100 Jahren nicht, dass der Führer gestorben ist. Das glaube ich nicht. Das ist ja eine Katastrophe für unser deutsches Reich. Wir haben überhaupt nicht mehr gelassen. Habt ihr hier was gehört? Das ist Sabotage. Es bleibt mir nichts anderes übrig. Schossen! Das sind Soldaten vom Mühlbach. Viele. Was? Mit den Soldaten vom Eickröber. Aber der Hitler ist tot. Was redet ihr da? Macht's weiter. Soldaten bewachen den Eingang. Ja und? Wird da irgendwas sein mit den Bildern? Irgendwas passiert da im Berg. Das hat was mit den Kisten zu tun. Da ist was drin. Was Gefährliches. Was soll denn da? Das wird der Xaver nie zulassen. Fangt ihr schon wieder an damit? Hast du mal in seine Augen geschaut in letzter Zeit? Der blinde Hass. Na gut. Dann fragen wir jetzt. Wenn's wegen du ist, kannst tun, was du willst, Willi, aber ich schau da nicht mehr zu. Ich will jetzt wissen, was los ist. Als Wasser habe ich Zugang zum Berg. Tag und Nacht. Dann schauen wir rein in die Kisten. Die Nacht. Da sind vielleicht unbewacht.
heute Tag wieder bei uns überwärmt. Daraus habe ich dann zur großen Freude einen lieben Brief von ihr gefunden. Wir müssen den Wasserstand messen. Wir haben eine Sondergenehmigung. Ja, dann haben sie es verlagert. Tief im Berg rein. Und nicht explodiert. Genau vor denen hätten die Bilder gerettet werden sollen. Acht Stück. Und die Welt wird glauben sollen, dass die Alliierten alles hingemacht haben. Ich gehe rauf zum Egel. Ich hol die Männer. Jetzt müssen die uns helfen. Das ist gefährlich, Elsa. Die Männer vom Volkssturm sind überall. Uns Frauen trauen die ihren Widerstand eh nicht zu. Ich bin jetzt die Einzige, die den Weg noch kennt. Jetzt haben wir angefangen, jetzt müssen wir weiter tun. Wir können nicht mittendrin aufhören. Herr Direktor, wir müssen reden mit Ihnen. Was erlaubt ihr euch eigentlich? Was wollt ihr da? Verschwindet! Hast du gewusst, dass da Bomben im Berg sind? Das geht dich gar nichts an! An die Arbeit, aber schnell! Verschwind, hab ich gesagt. Du sollst verschwinden, hörst du schlecht? Du hast uns nichts mehr zu befehlen. Sag, was mit den Bomben ist. Sofort an die Arbeit, sonst kannst du was da leben! Nur ein Wort gesagt und nicht erschlagt dich. Und schmeiß den Berg ab. Jetzt hört's auf, Männer! Was ist mit den Bomben? Was ist mit den Bomben, Herr Direktor? Sollen die gesprengt werden? Wird der Befehl geben? Ja, es gibt einen Vernichtungsbefehl. Was? Ja. Herr Sprengkommando ist mit den Spezialzünder auf dem Weg zu uns. Wann? Wann sind die da? Morgen früh. Verdammt! Ich hab wirklich alles versucht, Männer. Das müsst ihr mir glauben. Der Dr. Rinder ist mein Zeuge.
Ja, das ist richtig. Unsere Absicht war es immer nur, die Stollen zuzusprengen und die Zugänge zu lähmen, damit niemand mehr an die Kunstwerke herankommt. Das hilft doch nichts! Die Kisten sind im Zierenfeldwerk, da treffen mehrere Gänge zusammen. Da kommt man immer irgendwie hin. Die Bomben müssen raus aus dem Berg. Das ist die einzige Möglichkeit, die wir haben. Ja, genau. Wir brauchen Waffen. Der Herr Direktor soll noch einmal in Linz anrufen. Okay. Ich meine, was ist denn? Der soll da heimgehen. Der hat ja nicht einmal seine Bilder retten können. Ja, genau. Nichts hat er gemacht. Wir holen die Bomben jetzt selber. Ja, und du musst dann hin, in See. Oder in den Wald einkaufen. Das Sprengkommando, das müssen wir aufhalten. Wir müssen die Straßen absperren. Den Xaver müssen wir ausschalten, der kann uns immer noch gefährlich werden. Genau. Genau. Was ist, wenn die wirklich schießen? Ja, dann muss dem Eigruber wer befehlen, dass sie es nicht tun. Ja, bitte, wer kann dem noch was befehlen? Sakrament! Jetzt sind wir verloren. Der Kaltenbrunner. Der Kaltenbrunner kann den Eichhofer nur zum Schweigen bringen. Der Gestapo-Chef, der lässt uns höchstens aufhängen, sonst gar nichts. Und Zubi lässt uns zu dem sicher nicht. Ich geh zu ihm. Ich probier's. Dann machen die neue Zinnköpfe und kabeln an die Blindgänger und sprengen die Bomben. Morgen früh ist das Sprengkommando da. Und warum kommst du damit zu mir? Weil sie das nicht zulassen dürfen. Weil sonst unsere Existenz beim Teufel ist. Genauso wie die Bilder. Und sie dann die Verantwortung dafür tragen. Ich glaube, du hast da was falsch verstanden, Rottenbacher. Nur weil ich ein paar Mal mit dir auf dem See war. Geh damit zum Gauleiter. Die Bergleute werden doch nicht zuschauen. Das wird nicht gut ausgehen. Sag mal, was bildest du dir eigentlich ein? Glaubst du, ich weiß nichts von diesem Heldenbegräbnis? Und welche Rolle du dabei gespielt hast? Du kannst froh sein, dass du überhaupt noch lebst. Es könnte aber gut ausgehen. Für alle. Wenn sie uns helfen und wir ihnen. Unsere Jäger kennen alle einsamen Hütten in den Berg. Wo nie jemand hinkommt. Auch nicht die Amerikaner. Da ist man lange in Sicherheit. Und die Ausseher sind verschwiegene Leid. Hol mir den Eigelb ans Telefon. Gauleiter Eigruber für Obergruppenführer Kaltenbrunner. Das kann man der Familie nicht antun, dass ihr die Arbeitsplätze verliert. Geh, hol die Bomben raus. Ihr habt meine Erlaubnis. Oh, wenn's die Wachen nicht glauben. Dann sagt er ihnen, dass die SS schneller schießt als ein paar Panzersoldaten. Eigruber hat sich aus Linz abgesetzt. Er ist auf dem Weg zu seiner Familie nach Aussee. Dann macht es einfach. Ich werde das schon decken. Und das könnt ihr den Amerikanern ruhig sagen.
dass ich euch dabei so unterstützt habe. Verstanden? Ich meine, wenn das Mädchen nicht rosa angezogen wäre. Danke. Er kommt. Was hat er gesagt? Hilft er uns? Bist du in Gefahr gewesen? Wie sollen sie tun? Was? Wie sollen die Bomben rausbringen? Das gibt's nicht. Das hat er gesagt. Der glaubt, dass ihm die Amerikaner das nach dem Krieg gutschreiben werden. Ja, dem Obernazi-Verbrecher. Der ist doch wurscht. Jetzt hilft er uns gegen den Eingruber. Die Amerikaner werden schon wissen, was mit dem tun. Gut, dann machen wir das jetzt. Manuel, wer kommt mit? Ich bin dabei. Ja? Ja. Danke, Seth. Den Franz müssen wir da. Zustand darfst du nicht allein gehen. Das hat dein Vater nie erlaubt. Du bleibst da. Geh in die Nachtschicht und pass auf alles. Heute Nacht entscheidet sich das Schicksal von Aldaussee. Herr Lettler. Wo willst du hin? Ich hab die Hemden gewaschen. Für dich ist es. Du musst jetzt zurückgehen. So spät. Ja, ich hab mich selber gewundert. Vielleicht haben sie noch was vor. Bitte. Dann geh's gleich nach Haus. Hast du mich verstanden? Ja, natürlich. Und pass auf die Partisanen auf. Die sind jetzt überall. Heil Hitler. Heil Hitler. Lois!
Siebens. Die Elsa. Was ist mit dem Franz? Feldwebel, richtig? Ei, Gruber. Ist alles ruhig bei Ihnen? Jawohl. Die Kisten werden gerade wie befohlen ausgelagert. Was für ein Befehl? Von SS-Obergruppenführer Kaltenbrunner persönlich. Sind Sie wahnsinnig? Vermittlung? Eigruber, verbinden Sie mich mit SS-Obergruppenführer Kaltenbrunner. Einen Moment bitte. Kaltenbrunner. Ich habe befohlen, dass die Bomben im Berg bleiben. Wie können Sie anordnen, dass sie wieder rausgebracht werden? Ich bin der Chef des... Das weiß ich als Hauptamtes. Die Bomben bleiben draußen. Ich bin der Reichsverteidigungskommissar. Meine Befehle gelten. Ich bin zuständig für die Sicherheit. Ich bin Chef der Sicherheitspolizei. Ich bin Chef des Sicherheitsdienstes des Reichsführers SS. Ich lasse Sie verhaften. Ich lasse Sie verhaften. Ich lasse Sie verhaften. Kaltenbrunner, Sie sind verhaftet. Sofort aufhören! Die Bomben bleiben da! Sie bringt sie sofort zurück in den Berg! Sie erschießen jeden, der sich weigert. Ich habe Befehl von der SS-Obergruppenführer Kaltenbrunner. Schiebt die Kiste zurück. Ich komme morgen in der Früh mit einer ganzen Kompanie. Spreng alles in die Luft und lass euch alle aufhängen! Hört euch! Schnell jetzt! Hier sind Ihre neuen Papiere. Dr. Josef Unterbogen, Stabsarzt. So, die bringen mich jetzt auf eine Hütte. Bin ich erstmal in Sicherheit. Und dann nehme ich Kontakt mit den Amerikanern auf. Bald haben wir unsere Gegenregierung gegen die von den Sowjets eingesetzte Führung. Wenn ihr nachher was braucht zum Bestechen. Geh doch gleich die nächste. Jawohl.
Thomas. Die kommen wirklich. Wir halten sie auf. Du sprengst den Eingang zu. Die Bomben dürfen nicht mehr in den Berg. Komm! Verschwindet! Ihr sollt verschwinden! Der Berg ist zu! Verschwind's endlich! Keine Bewegung und du bist hier! Abhauen willst, ne? Drecksack. Gestapo-Schwein. Was soll denn das? Auf dem Weg! Hier spricht der österreichische Freiheitshändler aus Seerland. Es gibt wieder ein freies Österreich. Sämtliche nationalsozialistische Befehlsgewalten sind all ihrer Stellungen enthoben. Die Bevölkerung wird aufgerufen, den einrückenden Amerikanern keinen Widerstand zu leisten. Das Führerkommando nach Myanmar hat heute auf Geheiß des Großadmirals Dönitz die bedingungslose Kapitulation aller kämpfenden Truppen erklärt. Good morning from the White House in Washington. Ladies and gentlemen, the President of the United States. This is a solemn but a glorious hour. General Eisenhower informs me that the forces of Germany have surrendered to the United Nations. The flags of freedom fly all over Europe. Protected the artifacts from the Nazis, saved them. You yourself have been a member of the NSDAP since 1936. Ich habe die Widerstandsgruppe Solzberg aufgebaut. Und ich habe immer gegen die Sprengung der Kunstschätze gekämpft. Ich werde die ganze Wahrheit in einem Buch niederschreiben. Yes or no? No, yes. But I did not have any other options in my position. I swear. So you guys were all heroes? No Nazis, no. All these pictures are my children. No, I never was a member of the NS party. I always gave informations to the freedom fighters. Yeah, but you also wrote about the rassische und emotionale Eigenschaften von Juden. Ja, zur Tarnung. Das ist nie meine innere Überzeugung gewesen. Ich war immer Kommunist. Nach dem Krieg schwemmt sein Dreck überall auf. Sie, hier. Der Kaltenbrunner versteckte im toten Gebirg. Und ich weiß wo. Nazi, Kaltenbrunner. Ja. Mehr als 7000 Kunstwerke, Juwelen, Bücher aus ganz Europa zusammengestohlen oder den rechtmäßigen Besitzern abgepresst. Bezahlt mit Geldern der deutschen Industrie aus der Adolf-Hitler-Spende.